Einer der größten Zuckerhändler der Welt ist die Deutsche Bank. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass sie tatsächlich mit Nahrungsmitteln handelt. Stattdessen bringt so eine Bank möglichst viele Kunden dazu, auf steigende Preise zu spekulieren. Das treibt den Wert von Fonds, funktioniert mit allen möglichen Rohstoffen. Für Finanzakteure bedeutet das viel Profit, für die Armen Hunger. Denn Millionen können sich ihr Essen kaum mehr leisten, seit es gehandelt wird wie Aktien. So etwas tut man eigentlich nicht. Doch Hans Koberstern und Boris Quadram zeigen, Moral oder Gewissen kommen im Lebensmittelcasino der Banken nicht vor. Herzlich willkommen. Besuch bei André Gaufer in Berlin. Auf den ersten Blick ein normaler Finanzhändler. Er und sein Team verkaufen alle möglichen Finanzprodukte. Doch eines nicht. Fonds, die mit Nahrungsmitteln spekulieren, die lehnt er aus Überzeugung ab. Sie müssen sich vorstellen, dass es tatsächlich eben Finanzprodukte auf den Markt gebracht werden, die ganz gezielt mit Grundnahrungsmitteln spekulieren. Und auf der anderen Seite, das wissen wir ja alle, verhungern Menschen, weil diese Produkte an den Märkten sozusagen mit die Preise nach oben treiben. Und das ist einfach eine Sauerei, das ist ein Unding. Noch 2003 hatten finanzielle Investoren 13 Milliarden Dollar in Rohstoffe investiert, darunter auch Nahrungsmittel. Diese Summe explodierte geradezu auf über 600 Milliarden Dollar 2011, fast 50 Mal so viel in gerade 7 Jahren. Das hat Folgen für die Nahrungsmittelpreise. Lange Zeit waren sie unauffällig. Mit den Spekulanten stieg der Preis. Der Index für Grundnahrungsmittel hat sich seit 2003 mehr als verdoppelt, obwohl immer genügend Nahrungsmittel produziert wurden. Sie müssen dafür bezahlen. Slumbewohner in Nairobi, Kenia. Okay. Hier lebt Fatuma. Wenn sie im Laden einkauft, ist meistens alles wieder einmal teurer geworden. Mehl zum Beispiel um 50%. Auch Brot ist raufgegangen, hat sich fast verdoppelt. Allein in diesem Jahr? Ja. Aber ja. Ein ganzes Kilo Reis, für die meisten Menschen hier inzwischen viel zu teuer. Ein ganzes Kilo Reis können sich viele gar nicht mehr leisten. Die wollen lieber sowas hier. Ganz, ganz kleine Portionen. Das Zuhause von Fatuma und ihren 3 Kindern. Der Vater arbeitet als Nachtwächter. Vom Einkommen geht die Hälfte drauf für Lebensmittel. Im Moment gibt es bei uns nur eine warme Mahlzeit am Tag. Mittags. Abends gibt es nichts. Und es gibt jetzt auch Tage, an denen wird nichts gekocht, weil ich nichts zum Kochen habe. Genf. Das Zentrum für die Geschäfte mit Nahrungsmitteln. Ein Drittel des weltweiten Getreides wird hier gehandelt. Milliardenumsätze. Ein sehr diskretes Gewerbe. Im Luxushotel Intercontinental am Genfersee trifft sich die Branche auf der Ag Investing, eine der großen Konferenzen für Nahrungsmittelspekulanten. Finanzmanager sprechen hier Strategien ab über lohnende Investments. Das wollen wir uns näher ansehen. Das ist privat hier. Wenn Sie 2000 Dollar zahlen, können Sie reinkommen. Ansonsten gehen Sie bitte. Journalisten sind nicht erwünscht. Die Dame holt ihren Chef. Ich kann nur sagen, wir respektieren den Wunsch der Konferenzteilnehmer. Hier geht es um private Informationen, die nicht in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden sollen. Öffentlichkeitsscheu? Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns dem Wunsch der Teilnehmer beugen, aber trotzdem danke fürs Kommen. Öffentlichkeit ist hier nicht erwünscht. Doch wir gelangen an vertrauliche Broschüren aus der Konferenz über lukrative Deals mit Nahrungsmitteln. Die Duxton Vermögensverwaltung präsentiert einen neuen Fonds, 1 Milliarde Dollar schwer. Der wettet auf steigende Nahrungsmittelpreise mit sicherem Gewinn. Denn jedes Jahr, heißt es hier, müssen auf der Erde 80 Millionen neue hungrige Mäuler gefüttert werden. Das verfügbare Ackerland aber sei beschränkt. Eine andere Insider-Broschüre von Agro Reserve, ein Investmentvorschlag für riesige Getreidelager in Russland. Versprochene Rendite bis zu 55%.
Diese Geschäfte sollen verborgen bleiben. Mittlerweile ist der Sicherheitsdienst gekommen. Der Hotelmanager persönlich wirft uns hinaus. Finanzhändler André Gaufer zeigt uns, wer in Deutschland so alles Spekulationsgeschäfte anbietet, als Fonds, in die jeder investieren kann. Agrarrohstoffe begrenzt und begehrt. Von wem ist das? Das ist jetzt beispielsweise hier von der Deutschen Bank. Hier dann in der Aufteilung des Portfolios sehen Sie also hier 20% wird hier investiert in Weizen und 20% in Mais. Oder LBBW, Rohstoffe, die richtige Mischung sorgt für den Erfolg. Ja, für wessen Erfolg, frage ich mich. Also da wird mir schlecht, da wird mir übel. Denn schauen Sie, diese Finanzprodukte von den Banken und Fondsgesellschaften, die eben mit Grundnahrungsmitteln spekulieren, verursachen in der Endkonsequenz Hunger und Tod. Wir recherchieren. Wer verkauft spekulative Fonds mit Nahrungsmitteln? Das Ergebnis? Fast alle machen mit, setzen auf steigende Preise mit eigenen Fonds. Darunter Sparkassen, Volksbanken, Commerzbank und Allianz. Und die Deutsche Bank? Wir fragen nach. Zu eigenen Fonds gibt man keine Auskunft. Stattdessen heißt es schriftlich: Die Deutsche Bank betreibt keinen physischen Handel mit Agrarrohstoffen. Das vielleicht nicht. Aber die Deutsche Bank hat nach unseren Recherchen die meisten Fonds aufgelegt, die auf steigende Preise setzen. Wir finden 35 Fonds mit über 4 Milliarden Euro Wetteinsatz. Das Geschäft mit steigenden Preisen muss aufhören, fordert jetzt Foodwatch in Berlin. Wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, und hier besteht ein sehr starker, dass das Wetten mit Nahrungsmittelrohstoffen Menschen schädigt, dann muss man auch aus moralischen Gründen einfach damit aufhören. Man muss das verbieten. Damit muss Schluss sein. Dafür könnte jetzt das Europaparlament in Brüssel sorgen. Zuständig der Abgeordnete Markus Ferber von der CSU. Das Europäische Parlament hat sich klar positioniert. Wir wollen den spekulativen Anteil aus den Warenterminggeschäften entfernen. Und solange diese Mehrheit über alle Fraktionen, über alle Mitgliedsländer hinweg bestehen bleibt, bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das am Ende durchsetzen können. Durchsetzen müsste sich das Europaparlament gegen die Lobbymacht praktisch der gesamten Finanzwirtschaft. Dazu gehört etwa die Handelsplattform GX, die Deutsche Börse und natürlich große Finanzinstitute wie Barclays, Deutsche Bank und Goldman Sachs. In Brüssel sind sie vertreten mit diversen Lobbyverbänden. Dem Finanzmarktverband AFME, dem Internationalen Swaps- und Derivateverband ISDA und jeder Menge weiterer Verbände. Hunderte Lobbyisten der Finanzindustrie mit einem Ziel: die Politik beeinflussen. Bis vor kurzem war er selbst Lobbyist der Finanzindustrie. Jost Mulder hat nun die Seiten gewechselt, arbeitet für die bankenkritische Organisation Finance Watch in Brüssel. Die Lobby der Finanzindustrie wird jetzt versuchen, den Gesetzgebungsprozess entweder zu verhindern oder zu verzögern. Jeder gewonnene Monat ist ein Monat mit weiteren Profiten. So einfach ist das. So einfach wird sich die Politik nicht gegen die Finanzlobby durchsetzen. Es wäre das erste Mal.